So, hi zusammen. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier meine schöne Herrenfahrt Autopflegebox liegen. Und ja, es ist richtig, ich werde das Zeug jetzt noch anwenden in dieser Saison. Denn wir haben jetzt heute, na, ist jetzt nicht so das Mega-Wetter, aber dennoch, es ist trocken und wir haben irgendwas so um die knapp 10 Grad. Und die möchte ich natürlich ausnutzen und das Wachs auch noch auf den Lack aufbringen. Ja, wie ihr wisst, der Lack ist ja von mir bereits Nano versiegelt worden mit dem 1K Nano. Und wie ihr hoffentlich aus meinem Lehrvideo in Anführungsstrichen wisst, auf eine Versiegelung kann man auch ein Wachs auftragen. Und das möchte ich jetzt machen. Andersrum ist es nicht möglich. Das heißt, wenn ihr ein Wachs erst auftragt oder das Wachs erst auftragt und danach eine Versiegelung drauf machen möchtet, kann die Versiegelung nicht richtig halten. Genau, deswegen ist der andere Weg, also andersrum, besser oder der richtige. Erst Versiegelung und dann Wachs. Dann kann man nämlich nochmal einen richtig schönen Glanz aus dem Lack rausholen. Und der Wagen ist soweit komplett gewaschen, sieht richtig gut aus. Die Vorreinigung muss natürlich immens gut sein, damit das Wachs jetzt auch keinen Schmutz oder ähnliches einschließt. Ja, gucken wir uns dann hier die Box auch nochmal an von Herrenfahrt. So sieht die aus. Das ist da drin in diesem Starter-Set. Wir haben hier einmal ein Premium Körnauber Wachs und Riechprobe. Oh, das riecht so toll, dieses Zeug. Richtig geil. Wirklich toll. Dann haben wir hier den Wachspuck beiliegen. Wachspuck heißt festhalten und dann schön den Wachs auftragen auf den Lack. Dazu gibt es dann hier so einen Spatel, womit man das Wachs rausholen kann und dann hier auf dem Wachspuck verteilen kann. Auch ein richtig schönes, hochwertiges Holz. Also wirklich alles hier auf edel gemacht. Und dann hier das Glanztuch, das zum Abtragen der Reste ist. Man muss ca. 30 Minuten warten, wenn man es aufgetragen hat. Und der Sprühglanz unterstützt nochmal so ein bisschen beim Auftragen. Genau. Ja, also würde ich sagen, jetzt kennen wir das Set auch nochmal. Legen wir los. Gesagt, beginnen wir jetzt. Wir haben jetzt hier, muss ich dazu sagen, bei dem Sprühglanz, das habe ich ja gestellt bekommen von Herrenfaden und hat die Annika, schöne Grüße und vielen Dank an dieser Stelle, mir Bescheid gesagt, das ist eine neue Version, dieses gelb-beige hier vom Sprühglanz. Und den brauchen wir jetzt nicht mit dem Wachs gleichzeitig auftragen. Den können wir aber zum Abtragen noch benutzen, den Sprühglanz, damit es ein bisschen leichter fällt. Aber das kommt dann erst gleich. Dementsprechend können wir jetzt beginnen, nehmen uns also hier das Wachs und den Spatel und können uns jetzt hier ein bisschen rausholen. Ja, seht ihr so? Und oh, das hat einen Geruch, also das müsst ihr riechen. Das Zeug ist der absolute Hammer. Danach nehmen wir hier den Wachsbuck, der liegt richtig gut in der Hand. So, richtig cool, die Dinger. Und können uns jetzt hier das Wachs drauf verteilen. Ja, und hier merkt man es von der Temperatur. Ja, es ist teilweise ein bisschen kühl. Also wenn es ein bisschen wärmer ist, dann verteilt sich das Ganze noch mal besser. Müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das auf dem Lack verhält. Ja, ist alles ein bisschen bröckelig. Also normal ist das nicht der Fall. Das bitte ich zu beachten. So. Und dann können wir jetzt hier auf dem Lack das Ganze auftragen. In kreisenden Bewegungen, aber auch hier im Kreuzstrich. Es verarbeitet sich trotz der Temperatur aber ganz gut. Ich nehme jetzt nur mal hier so einen kleineren Bereich der Motorhaube raus. Dann können wir auch gleich hier so einen schönen Beading-Sheeding-Vergleichstest machen. So, und jetzt hier schöner Kreuzstrich in die andere Richtung. Ja, es verteilt sich ganz gut. Wie gesagt, trotz der Temperatur. Wenn wir noch mal ein bisschen gucken, ob wir es verteilt bekommen. Ja, das liegt wirklich an der Temperatur. Ich kenne nämlich die anderen Anwendungsvideos und da verteilt sich das dann halt wirklich ganz easy und locker. Aber wie ihr seht, tragen wir es doch ganz gut auf den Lack. Also hier müsst ihr auf jeden Fall die Temperatur bedenken und beachten. Wenn es denn zu kühl wird, wird es schwer in der Anwendung. Das heißt, das Auftragen wird einfach ein bisschen schwieriger. Aber der Lack scheint es hier ganz gut aufzunehmen, wie man sehen kann.
Die Bullen. So, vielleicht sollte ich mal ein Polizeiauto waschen gehen. So, das tragen wir jetzt richtig schön weiter auf. Na ja, es brackelt so ein bisschen. Das liegt halt wirklich an der Temperatur. Das ist halt doof. Ach, das ärgert mich. Aber ich möchte es auf jeden Fall jetzt dennoch komplett anwenden. Ja, das mache ich jetzt hier noch weiter mit der Motorhaube. Nur zur Hälfte. Und lasse das Ganze eine halbe Stunde einwirken und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Ich habe das Wachs jetzt soweit 45 Minuten einwirken lassen, weil in der Anleitung steht halt auch drin, man soll es in der Sonne trocknen lassen. Sonne ist halt jetzt nicht vorhanden, es ist auch wirklich zu kalt. Deswegen habe ich jetzt nur exemplarisch diesen Bereich der Motorhaube damit behandelt. Und wir werden das jetzt noch gemeinsam abtragen und natürlich auch den angesprochenen oder versprochenen Beading-Sheeting-Test machen, damit wir mal sehen, wie das Wachs jetzt reagiert hat. Aber für die gesamte Aufbereitung oder Auftragung aufs Fahrzeug, das verschiebe ich aufs Frühjahr nächsten Jahres. Ja, wir nehmen jetzt zur Hilfe zum Lösen oder zum Abtragen des Wachses von der Motorhaube hier das Sprühwachs von Herrn Fahrt. So. Grüße. So, und können dann hier mit dem Glanztuch die überschüssigen Reste ganz einfach abtragen. Das geht wirklich sehr einfach. Also da gehört jetzt nicht viel Kraft zu. Also das lässt sich echt klasse abtragen. Da habe ich jetzt gerade wegen der Temperatur Schlimmeres befürchtet. So, ich spüre das jetzt mal hier direkt großflächig ein. Ich nehme jetzt hier ziemlich alles ab. So. Ja, hier war noch nichts. Und was ich hier so ein bisschen im Tageslicht sehen kann, sieht auf jeden Fall. Glanz ganz gut und hilfreich. Also dann kann man das wirklich ganz gut abtragen. Es geht wirklich richtig easy. So, ich mache das jetzt noch fertig. Das geht ja einfach, wie ihr gesehen habt. Und sobald ich damit durch bin, kommen wir zum Beading-Sheeting-Test. So, ich habe diesen Bereich hier quasi mit dem Wachs behandelt. Und ja, ohne Sonne ist es natürlich schwer, jetzt richtig einen Unterschied zu erkennen, aber für meinen Geschmack, also live sehe ich auf jeden Fall, dass ich da rechts was aufgetragen habe. Da sieht man so, ja, auch wenn nur ein ganz klein wenig Sonnenstrahlen jetzt hier durchkommen, sehe ich da auf jeden Fall einen richtig schönen Glanzunterschied. Also das scheint auf jeden Fall richtig gut aufgesetzt zu haben auf die Nanoversiegelung bzw. auf den Lack. Und ja, da kommt auf jeden Fall nochmal was raus. Ja, dementsprechend, Schlauch liegt bereit. Beading-Sheeting-Test. Wie angekündigt, legen wir los. Ja, und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also wir haben hier auf jeden Fall auf der rechten Seite noch mal ein bisschen was anderes an Abperlverhalten, Abflussverfahren. Ja, also hier läuft es noch mal deutlich schneller ab als auf der linken Seite und da ist es schon ziemlich schnell. Hier so ein bisschen. Na, also das sieht doch schon mal richtig gut aus. Und hier, da läuft es richtig schön runter, das Wasser. Da bleibt nichts drauf. Also das hat schon einen richtig schönen Effekt hier, das Wachs gemacht. Und das sagt mir doch auf jeden Fall zu. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich den gesamten Wagen nicht behandeln kann. Aber dennoch denke ich, dass das schon mal ein ganz gutes, aussagekräftiges Bild gemacht hat über das Herrenfahrt-Wachs. Und hoffe, euch hat das auch gefallen.
Ja, achso, bevor wir Schluss machen, ich habe es in der Hand, Meguiar's Watermagnet. Können wir jetzt hier auch nochmal mit drüber gehen. Wie man sieht, einfach hier das Wasser aufgenommen wird. Also wirklich richtig toll. Und so macht das Abtrocknen dann auch Spaß, wenn das Auto richtig schön versiegelt und gewachst ist. Ja, in diesem Sinne, jetzt aber raus. Hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Signalisiert es mir mit dem Daumen nach oben. Und wie gesagt, wenn das Wetter wieder besser ist, dann würde ich dazu nochmal gerne ein Video machen, wie ich das komplett mache mit dem Fahrzeug. Aber soweit sieht das schon mal richtig gut aus und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, das Teil verlinke ich euch nochmal unterhalb des Videos in der Infobox. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.